Herr Kutter, grüße Sie. Ein Wäscheständer fürs Leben. Eine große Ansage. Womit begründen Sie das? Der Wäscheständer ist ja zum Hochziehen. Und das heißt mehr Platz, wo das Leben dann auch besser stattfinden kann. Einerseits und andererseits verwenden wir hochwertige Materialien. Das heißt, es ist wirklich ein dauerhaftes Produkt. Und drittens auch der Gedanke in der Produktion, der Nachhaltigkeit, also in der, dass, die Produktion findet statt, in Kooperation mit Werkstätten für behinderte Menschen. Heißt fürs Leben auch ein Leben lang oder? Ja. Auch ein Leben lang? Mhm. Mit demselben Modell? Mit demselben Modell, wobei... Okay, das müssen wirklich nachhaltige Materialien sein. Ich sehe hier wahnsinnig viele Seile. Was hat es da auf sich? Also das Seilsystem, das sind die Zugseile, mit dem kann man das ablassen. Da ist ein Flaschenzug integriert, dass es auch einfacher ist, wenn es mit Wäsche behangen ist. Also der Wäscherahmen gibt es in verschiedenen Größen. Und das größte Modell hat dann 22 Meter Wäscheleine. Oh, okay. Also das ist dann bedeutend mehr als, sagen wir, ein herkömmlicher Wäscheständer. Das ist ja ein Seil, geht das komplett durch, oder? Das sind wieder eigene Seile, oder? Genau, das sind die vier Tragseile, die den Rahmen tragen. Und dann ist hier ein Seil, das hier durch den Rahmen läuft. Innen? Und das kommt immer hier raus, geht im Zickzack hin und her. Und wird hier durch diesen Beschlag aus dem Bootsbedarf, aus dem Segelbedarf gehalten, sodass man das auch, wenn es gerade am Anfang ein bisschen ausleiert, immer wieder nachspannen kann, sodass es schön straff ist und einfach hübsch ausschaut. Ich muss sagen, ich bin begeistert, ganz ehrlich.